Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 in Porta Westfalica sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Reisebus mit 42 Insassen war in Höhe Feldheim gegen einen mit Kies beladenen LKW gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls riss die Frontseite des Busses auf, wodurch 16 Reisegäste und der Fahrer verletzt wurden. Der Kies des LKWs wurde nach Angaben der Einsatzkräfte in einem Umkreis von mehr als 100 Metern versprengt. Dem Busfahrer war es noch gelungen, sein Fahrzeug an den Seitenstreifen zu lenken und dort zum Stehen zu bringen. Als schließlich die Feuerwehr am Unfallort eintraf, hatten sich die Fahrgäste bereits hinter einer Leitplanke in Sicherheit gebracht. Sie wurden später von der Feuerwehr zu einem Autohof gefahren. Aufgrund des Unfalls und der anschließenden Aufräumarbeiten musste die Autobahn 2 in Richtung Dortmund für insgesamt 4 Stunden gesperrt bleiben. Dadurch staute sich der Verkehr zeitweise auf bis zu 12 Kilometer.